Vartulasana ist die Kreisstellung, die Ballstellung. Vartula heißt rund, Kreis und Ball. Und Vartulasana ist höchstwahrscheinlich das gleiche wie Chakrasana. Allerdings gibt es eine Schrift, die sagt, hebe einfach beide Beine in den Himmel und binde sie dann hinten zusammen. Eventuell ist das Purana Dhanurasana der volle Bogen. Raffaella zeigt erst, wie der volle Bogen geht. Dazu lege dich auf den Bauch. Beuge die Knie, fasse mit den Händen an die Füße und dann komme zum Umgriff, Ellbogen nach unten, außen und hoch. Oft ist es einfacher, mit einer Hand nach der anderen, also erst mit einer Hand das zu machen und dann mit der anderen. Und so bist du in einer Art Ball oder Kreis mit den Beinen oben, wie es beschrieben wird in einer Schrift, die im Encyclopedia of Traditional Asana zitiert wird, die Rudrayamalam. Es gibt zwei andere Schriften, die Vartulasana identifizieren mit Chakrasana. Für Chakrasana lege dich auf den Rücken, gib die Füße auf den Boden, gib die Hände neben die Ohren auf den Boden und dann strecke die Arme und Beine aus. Das ist Chakrasana, das Rad. Wenn du kannst, komm auch noch etwas näher mit den Händen an die Füße. Und so ist es nicht nur ein halbes Rad, sondern ein ganzes Rad.